Oberlin-Seminar in Berlin-Lichterfelde, Dietzenweg 130 bis 132, beschäftigt sich heute in der Fachschule, das sind die Erzieher, Erziehergruppe E21.1, beschäftigt sich also mit einem Projekt und dieses Projekt wird vorgestellt von der Elisabeth. Genau, wir haben einmal hinter der Kamera den Moritz und rechts von Ihnen stehen noch drei Gruppenmitglieder. Das ist einmal der Sasa, die Anna und die Kimi. Rechts von mir steht der Laurin und links von mir die liebe Jackie. Die werden euch jetzt einmal das Plakat vorstellen. Jawohl. Nämlich das Schwärmen von Bienen. Genau, also warum schwärmen Bienen? Die Schwarmzeit ist die aktivste Zeit im Bienenjahr. Bienen spüren den Drang, sich zu vermehren. Genau, die Frage ist, wie viel vermehren sie denn? Bereits am 9. Tag nach der ersten Eiablage verlässt ein Teil des Bienenstaates mit ihrer Königin den Bienenstock. Bis zu 1000 von Bienen schwärmen aus. Wie oft es wärmen Bienen? Ein Bienenvolk es wärmt nach der ersten Überwinterung alle ein bis zwei Jahre. Ob und wann es war, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Wetter, Vollgröße und das gesamte Angebot ab Nektar, Pollen und Honigtau, wie auch Trachtangebot genannt. Ja. Genau, wann schwärmen die Bienen? Die Schwarmzeit ist im Frühsommer, im Mai bis oder Juni und Juni. Ja, das war die. Nein. Und das geht auch weiter. Ohlala. Wir schneiden da rein. Moment. So, und jetzt kommt noch wie. Wie? Dafür bildet sich ein Schwarm, der sich von dem vorhandenen Bienenvolk abspaltet. Wenn ein Bienenvolk schwärmt, verlässt die alte Königin mit einigen Bienen ca. 50% des Volkes die Bienenbox. Vielen Dank. Ja, das war's also. Die Gruppe E21.1. Wenn Fehler passiert sind, ich finde, wir sind im Unterricht, das ist völlig normal. Ne? Passiert, war. Okay, bis hierher. Gut. Das... Entschuldigung. Autig.